Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 29. Juni 2023. Wir wiederholen noch einmal unsere absolute Sonderaktion zu Ehren vom Bundespräsident Alain Berset. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Nein. Immer noch, ich höre es fast. Berset. Gut, wir haben es im Griff. Gut, wenn ihr wollt, 50% Rabatt auf nebelspalter.ch, dann wählt das Codewort Berset. Berset, tun Sie bitte richtig aussprechen, sonst funktioniert das Codewort nicht. Genau. Ist gut. Nein. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr solche Formate wie eben zum Beispiel das Bern einfach schätzt, dann würden wir auch schätzen, wenn ihr den Nebelspalter abonnieren würdet. Gut. Ja, heute ist nicht sehr viel los in Bern. Und warum? Ist ganz einfach. Die zwei wichtigsten Institutionen von Bern sind auf der Reise. Und zwar einerseits der Bundesrat und andererseits Bundeshaus Journalisten. Wir fangen mit dem Bundesrat an, weil der Bundesrat immer noch wichtiger ist als Bundeshaus Journalisten. Man glaubt es nicht. Die machen ihr traditionelles Schulreisli. Das Jahr geht es in Kanton Fribourg. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Eckwerte? Man geht immer oder ist in Kanton, in die Gegend vom Bundespräsidenten, also zum Alain Berset heim. Aber zuerst ist man in die friburgische Exklave Murten gegangen heute. Man hat dort ein Städtli angeschaut. Das ist im Übrigen wunderschön. Also wer schon lange nicht mehr in Murten war, geht dort hin. Und für die Zürcher, die überhaupt kein Französisch können, ja, in Murten redet man Deutsch. Geht dort hin. Interessant ist, und ich kommt an den Artikel von au.ch, so ein bisschen wie Bundesräte dort hingehen, oder? Man sieht auf der einen Seite, sagen wir, das eine Extrem ist der Alain Berset, wie immer im sehr gut sitzenden Anzug. Ich vermute Boss, weil mir mal ein Verkäufer in der Globus-Filiale hier in Bern gesagt hat, dass der Alain Berset immer bei ihm ging, Boss-Anzug posten. Mit eben der Jacke, obwohl es heute ziemlich warm war. Auf der anderen Seite ist der Albert Rösti mit dem locker über die Schulter hängenden Migros-Rucksack. Ja, das ist die Bandbreite für unsere Regierung. Grossartig. Ja, ich wollte noch schnell wegen dem Boss-Anzug. Das tut natürlich einen falschen Eindruck weg. Er tut also wirklich Turnschuhe anlegen. Dann hat er noch Jeans an und ein lustiges Hütchen. Also er sieht wirklich cool aus. Muss man also zugeben? Nein, das Hütchen ist, das ist komplett falsch. Er hat, bei seiner Kopfform musst du viel einen breiteren Hutrand haben. Er hat so einen ganzen schmalen, also einen Trilby, sagt man dem, und das passt nicht zu einem Mann im gesetzteren Alter mit einem relativ grossen Kessel. Das geht nicht. Nein, Markus, das geht nicht. Gut, aber also das Schlimmste ist natürlich der Hut vom Guy Parmelin. Ja. Der typische Knattlingerhut, also so ein Touristenhut, grauenhaft, aber irgendwo gleich auch wieder herzig, sehr sympathisch. Er ist ja der Einzige, der richtig sympathisch lacht. Denn ja, was soll man sonst noch sagen? Es ist wirklich interessant, was mich auch ein bisschen deprimiert ist. Früher sind die Bundesrat wirklich mit erstens roten Socken und richtigen Wanderschuhen. Also da merkt man, oder früher noch die 7 Bundesräte, die meisten natürlich Militär gewesen. Ich denke jetzt da Bilder aus den 60er Jahren. Hat man immer gesehen, die wissen, wie man wandern tut. Und heute ist doch eigentlich vor allem Turnschüeli oder sonst ein bisschen Schüeli. Aber so richtige Wanderschuhe hat also niemand mehr. Auch da ist ein gewisses Zerfall feststellen in unserer Regierung. Ja, das kann man sagen. Auffällig nur sind die roten Turnschuhe. Einerseits bei der Elisabeth Bohm-Schneider. Das überrascht einen ja nicht. Aber dann bei der Viola Amherd. Und das ist auch noch auffallend. Ich weiss nicht, ob das die neue Positionierung von der Mittepartei ist. Ja, das ist die Rache dafür, dass jetzt die Leoparden nicht dürfen geschickt werden. Genau. Ich finde, jetzt bin ich wirklich ganz rot, jetzt lange es, oder? Aber wie gesagt, es ist immer interessant, das Team auch ein bisschen anzuschauen. Man kann es natürlich nicht beurteilen bei einem Foto. Sonst ist es immer noch interessant gewesen, wenn sie sich bewegen. Also wenn man im Fernsehen gesehen hat, wie ein Guschbär und ein Blocher probieren, miteinander auszukommen. Das hat man durchaus an der Schulreise gesehen. Aber wir müssen gleich mal sagen, es ist auch das wieder ein schöner Brauch. Den gibt es noch nicht so lange, ist aus den 50er Jahren. Aber doch jetzt eigentlich schon eine grosse Tradition geworden. Und es ist einfach auch so unglaublich schweizerisch bünzlig. Aber auch auf eine gute Art, oder? Wir sind ein Tourismusland und von dem her ist es völlig richtig, dass der Bundesrat da geht, ein bisschen wandern. Aber eben, das mit den Schuhen, also das tut mir weh. Ja, das ist so. Und ich finde es noch herzig, dass man es Schulreisli nennt, oder? Weil
ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe heute Morgen, als ich unterwegs war, eben richtig Ausflug von der Bundeshausjournalist. Ich habe sicher ein halb Dutzend Schulklassen gesehen, die auch unterwegs sind. Genau, sie sind natürlich auch wahrscheinlich mal einst entstanden als Massnahme, damit man ein bisschen die Tourismusindustrie in der Schweiz genau. fördern, damit die Schüler schon früh in ihrem Leben mitbekommen, dass sie wirklich in der Schweiz Ferien machen. Das ist ja vor allem in den 30er Jahren wichtig gewesen, wo man fast nie mehr reisen konnte. Während dem Krieg war es noch deutlicher gewesen. Gut, jetzt ist aber auch eine andere Institution auf Reisen gegangen, nämlich Bundeshausjournalisten. Du bist gegangen, Dominik. Was sind da die Eindrücke? Ja, wir sind relativ wenig gewesen und es fällt mir auf, dass wir in den letzten Jahren immer weniger werden. Das ist die Vereinigung der Bundeshausjournalisten, die da eben am gleichen Tag auf die Reise geht. Und das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich wenn Bundesräte unterwegs sind, dann gibt es in der Regel keine wichtige Medienkonferenz und dann können wir auch gehen, oder? Wir gehen aber nie ans gleiche Ort, das wäre ganz schlimm. Wir sind Richtung Kanton Zug gefahren, extra organisiert, dass man durchs Freiamt fährt. Also wir sind da bei Bünzen, bei Boswil durch. Wir sind beim Kloster Muri immer vorbei und dann haben wir noch rasch gesehen, wo vor ein bisschen mehr als oder bald 175 Jahren die einzige wichtige Schlacht war im Sonderbundskrieg, nämlich die Schlacht bei Haltikon, Meierskappel im Fenn, bei der Nähe von Küsnacht am Rigi. Und dann sind wir ausgestiegen in Cham, sind in die Etter, Brennerei Etter gefahren, haben uns dort informieren lassen, was Brennen ist und haben selbstverständlich ganz viel Kirsch und Vieilbrunn und so weiter haben wir degustiert. Hervorragende Produkte aus der Schweiz, für die Schweiz, aber auch, er hat gesagt, 50% ins Ausland. Das finde ich cool. Und wirklich gut, weil ich meine, man muss es schon sehen, das wisst ihr vielleicht nicht, Dominik, von uns rund aus einer Schnapsbrenner. Familie ist selber im Geschäft tätig, weiss, was Schnaps ist. Ist der Kirsch von der Familie Etter, kann man den trinken im Vergleich zu eurem oder wie sieht das aus? Ja, er ist gleich gut, wirklich, er ist hervorragend. Nein, wirklich, nein, muss ich... Da, das, nein, wirklich, muss ich wirklich sagen, man fährt wirklich gut. Der Chef, der Gabriel Galliker-Etter, hat uns natürlich auch die besonders guten Sachen auftischt. Also ein Wildkrise 2013, dann ein Jahrgangskrise 2008. Und man muss schon sagen, das ist hervorragend. Das ist, und Kirsch ist wirklich, Krise brennen ist etwas vom Schwierigsten, weil es eben eine ganze, die Masse, die Maische, die gärt nicht immer gleich. Und da muss man aufpassen, dass man die Kerne von der Krise nicht verstoßt. Sonst hat man zu viel Blausäure und so weiter. Man muss beim Brennen ungeheuer aufpassen. Es ist wirklich, die Message muss sein, also Gin und Whisky brennen, das ist völlig ein Mumpitz. Das kann jede und jede, das kann man automatisieren. Das ist ein Industrieprodukt. Bei Krise, da braucht es wirklich Know-how und Erfahrung. Sehr gut. Also wirklich kaufen die Kirsch. Wir dürfen nicht weiter Werbung machen für die Marke. Aber was noch interessant ist, jetzt einfach ein bisschen kulturgeschichtlich. Bundeshausjournalisten, früher ist das wirklich, bei einmal im Bundeshaus gewesen, das ist eine riesen Truppe gewesen, eine riesen Reisetruppe, die da aufgebrochen ist. Und was interessant ist, es sind dann sehr viele Kommunikationschefs mitgekommen, das sind ja damals viel weniger Leute gewesen, aber in dem sind auch einflussreicher, sind auch Chefbeamte mitgekommen. Man hat das eigentlich damals wirklich zelebriert und man hat es eigentlich auch geschätzt, dass man eben in einem anderen Rahmen einmal noch einmal hinfahrt, ein bisschen, ja, es lustig hat, ein bisschen wandert, ein bisschen trinkt und so weiter. Es ist ganz eigenartig, weil damals Bundeshausjournalisten untereinander viel mehr Competition noch hatten, also vor allem auch politischer Natur, oder? Wir sind damals im Tagesanzeiger gewesen, wir sind aus Prinzip nie mit Leuten von der Zürich Zeitung zu Mittag gegessen, da hat man immer das Gefühl gehabt, das ist eine Kontaminierung, das ist politisch völlig anders, wir können nicht da miteinander uns absprechen. Und das ist noch interessant, weil, obwohl eben die Gegensätze grösser gewesen sind, die politisch, hat dann auch wirklich eine bürgerliche Presse gegeben. Obwohl die Gegensätze grösser gewesen sind, hat man damals gleich ein interessantes Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Man war wirklich ein Presse-Core gewesen, hat sich auch da durchaus stolz präsentiert an dieser Schulreise. Und heute, ja, wo alle im gleichen Medienhaus hocken und alle genau das Gleiche schreiben, meistens vom Homeoffice aus, kommen sie gar nicht mehr. Es ist so, ja, ich weiss auch nicht, es ist wirklich die Entwicklung von unserer Zeit. Die Leute sehen sich fast nicht mehr, reden nicht mehr miteinander. Und wenn sie mal miteinander Streit haben, dann machen sie fast in die Hose, weil sie das nicht mehr aushalten. Das ist ein bisschen mein Eindruck für die heutigen Journalisten. Also es ist wirklich ein bisschen so und ich finde es auch wahnsinnig schade. Es ist niemand mitgekommen von Tamedia, es ist niemand mitgekommen von der NZZ, es ist niemand mitgekommen vom Blick. Ich weiss nicht, ob das
die Leute nicht wollen mitkommen. Oder ob der Arbeitgeber es nicht erlaubt. Aber Markus, du weisst es, ich habe schon zu Basszeiten einfach jeweils Basel mitteilt, dass wir an dem Tag nicht rum sind. Fertig, point final. Man muss halt ein bisschen das durchziehen und einfach auch gehen. Mit den Leuten, die mitgekommen sind, sind Gespräche lustig gewesen, weil man hat ein bisschen Zeit eben zu schwätzen. Man fragt auch ein bisschen. Ich bin oft gefragt worden, wie geht es im Nebelspalter, was macht ihr und so. Durchaus auch wohlwollend. Es wäre eben auch gut ein bisschen für die Stimmung. Natürlich, weil man sonst Mitbewerber ist und Sachen vielleicht völlig anders sieht, aber so einmal im Jahr einmal ein Glas Wein oder jetzt heute ein Kirsch trinken und sich noch ein bisschen versichern, dass man da irgendwo durch in einem gleichen Boot sitzt. Ja, so, ich sage es jetzt bewusst, so karitativ und barmherzig darf man doch einmal im Jahr sein. Genau, der Caritas-Fäusi darf man jetzt also verraten. Im Studentenverein ist er der Caritas in der Studentenverbindung. Nein, aber was eben der Witz ist, umso ähnlicher die Leute sind, oder? Sie denken ja alle gleich, sie schreiben alle gleich, umso weniger braucht es eben solche Anlässe, wo man überhaupt noch miteinander trifft. Ist eben interessanter gewesen früher mit Leuten, wo man ab und zu anderer Meinung ist, sich einmal zu treffen in einem anderen Rahmen, da ist das eben nötig gewesen. Aber wenn man sowieso immer das Gleiche denkt und überall im gleichen Homeoffice mit seiner Familie hockt, dann muss man sich ja gar nicht mehr treffen. Und man sieht es ja dann an der Qualität von der Text, wo sehr steil abnehmend ist, das darf man mal sagen. Gut, jetzt gehen wir zu einem ganz anderen Thema, ganz ein trauriges Thema. Und zwar geht es um den Tax Monitor, wo Credit Suisse veröffentlicht hat und der Blick lustigerweise darüber berichtet, es geht um unsere Steuersituation. Ja, es gibt ja die Berechnung, oder? Der Tax Freedom Day. Das ist so Englisch für Steuerfreiheitstag. Das ist sozusagen der Tag, wo man zum ersten Mal für sich selber schafft und nicht für den Staat. Und ich bin hässig, weil eigentlich ist das meine Domäne. Das habe ich bei der Basel-Zeitung schon gemacht. Ich habe es dann einmal bei Tamedia auch dürfen machen. Das Inland ist fast durchgedrillt, oder? Und jetzt macht es den Blick. Ich finde das sehr wahnsinnig. Jetzt ist der Tax Freedom Day beim Blick angekommen. Und an mir ist das vorbeigegangen. Gut. Kurz, wenn das ist, das ist natürlich bei uns, wie immer, wie alles in der Schweiz, Gott sei Dank, ist das von Kanton zu Kanton verschieden. Im Kanton Zug ist das für ein verheiratetes Paar ohne Kind schon am 20. Februar. In Neuenburg ist es erst am 10. April so gewesen, oder? Weil es einfach die Unterschiede gross sind. Aber eigentlich ist gestern der Tag gewesen, wo man, wenn man alles im Durchschnitt rechnet, eben wo Herr und Frau Schweizer ab jetzt wieder für sich selber arbeiten. Und das ist verrückt, oder? Weil man ja immer sagt, die Schweizer haben so tiefe Steuern, oder im Schnitt. Das stimmt aber gar nicht. Wir sind keine Steueroase. Leider nicht, oder? Sondern im Durchschnitt, musst du dir vorstellen, ist auch bei uns die Belastung der Steuern ist je nach Jahresende, schwankt ein bisschen. Aber wir sind also irgendwo zwischen 45 und 50%. Also, es ist spektakulär, oder? Wenn man sich das vorstellt, ein ganzes halbes Jahr. Jedes Jahr schaffe ich ein halbes Jahr nur für den Staat, damit der Beamte das Geld entgegennimmt und verbrennt in seinem Garten oder auf der Strasse oder ich weiss nicht wo. Nein, ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Und das Interessante ist ja auch, der Staat wird immer, immer teurer und Leistungen kann man also diskutieren, oder? Also die Strasse wird nicht ausgebaut, wir haben immer mehr Stau, die Schulen werden immer schlechter, die Flüchtlingspolitik wird immer teurer und die Ergebnisse sind eigentlich nicht gut, oder? Wir haben immer grössere Probleme, sie geben immer mehr Geld rein und die Probleme werden immer grösser. Die Stromversorgung haben sie ruiniert, obwohl ich so viel Steuern zahle. Ein halbes Jahr pro Jahr tut man also nur für den Staat arbeiten, damit unsere Beamten es schön haben in Bern, in grossen Büros hocken können. Und am Freitag, also nein, die haben ja eigentlich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Labour Freedom Day. Die sind ja am Mittwoch, ist ja meistens dann langsam wieder vorbei und dann können sie dann wieder heim, so im Homeoffice. Nein, wir haben ein paar gute Beamte, wir würden alle abwerten, aber es ist einfach kein guter Zustand, wenn der Bürger so viel Geld muss dem Staat abgeben und der Staat eigentlich immer weiter wächst und nie einmal sagt, ich könnte es auch billiger machen, was ja jedes Unternehmen ständig probiert. Wir probieren jeden Tag mehr Leistung zu bringen für einen tieferen Preis. Nur der Staat kann das nicht. Das ist etwas, was einem schon deprimiert. Gut, kommen wir noch zu einem anderen Jubiläum, auch ein sehr wichtiges Jubiläum. Ist jetzt ein bisschen viel Mediengeschichte, was wir hier bringen, aber es ist trotzdem wichtig. Vor 30 Jahren ist die erste Arena-Sendung über das Schweizer Fernsehen ausgestrahlt worden, damals noch mit dem legendären Moderator Filippo Lüttenegger.
hat ein gutes Interview gegeben heute im Tagesanzeiger, der Filippo Lüttenegger. Und ja, Dominik, dein Rückblick auf die 30 Jahre Arena. Was hat die Arena verändert oder bedeutet, ja, muss man schon sagen, in der Schweizer politischen Geschichte? Ich glaube vor allem, dass die Arena und das Interview ist wirklich gut. Wir müssen auch hier wieder Namen nennen. Jacqueline Büchi, Tamedia, hat das gut gemacht. Die Arena hat etwas verändert in der politischen Kultur. Und das ist schon selten, dass ein Medium das schafft. Es hat ein Forum geschafft, wo die Schweizerinnen und Schweizer können zuschauen können, wie die wichtigsten Exponentinnen und Exponenten sich wirklich argumentativ, immer noch sehr schweizerisch, aber duelliert. Dann man hat endlich einmal, oder vorher hat es doch auch die Sessionssendungen gegeben, wo man da irgendwie so ein bisschen um ein Tischchen rumgehockt ist. Dann plötzlich, man sieht es auch in diesen Bildern, die man dann gemacht hat, man steht in einem Rund, in einem Halbrund, an einem Pult, man steht und es sind zwei Leute, das ist eben, leider hat man das ein bisschen verwässert, jetzt sind meistens vier Pult, oder? Am Anfang sind es wirklich eigentlich immer zwei Leute gewesen. Legendär natürlich, und das ist das Titelbild in dem Interview, Christoph Blocher gegen Peter Bodemann, oder? Das sind schon die grossen Duelle gewesen. Und ich glaube wirklich, dass es auch gut da hat. Eine Demokratie wie die schweizerische braucht Exponenten und sie braucht Duell, sie braucht Debatten. Das hat der Filippo Lüttenegger entdeckt und das ist ein riesen Erfolg gewesen, die ersten Jahre. Genau, und du hast es erwähnt, das glaube ich ist eine der grossen Schwächen heute von der aktuellen Arena, dass man das Grundkonzept eigentlich die ganze Zeit immer wieder verändert hat, umgeschrübelt hat, umgeschoben hat, reformiert hat. Früher glaube ich auch, das alte Konzept von einer Landsgemeinde, wo es zwei Parteien gibt praktisch, die gegeneinander antreten. Das erste, also mit zwei Exponenten vorne. Aber nachher, und das ist die grosse Stärke gsi, es war eine Landsgemeinde gsi, es sind ganz viele Leute gekommen und auch wichtige Leute sind dann im Publikum, also es war nicht das Publikum gsi, sondern alle haben eben mitdiskutiert und dann ist der Vorratspräsident ist dann mal Hände gehockt und hat seine Meinung gesagt oder der Swissair-Chef ist auch vorne gestanden und dann ist Hände aber ein wichtiger Wirtschaftsverbandsvertreter gsi, also nicht wo man einfach irgendwelche Schulklassen einlädt, wo alle links sind und dann einem die ganze Zeit blöd anschauen, sondern alle haben mitgesprochen in dem Publikum und nämlich auch einfache Leute. Das hätte ein Handwerkermeister können sagen, warum er gefunden hat, zum Beispiel der Mindestlohn ist keine gute Idee. Oder man hat gehört, was einmal ein Bauer sagt. Also es ist eine irrsinnig demokratische, egalitäre Angelegenheit gewesen. Und das hat Filippo Lüttenegger, der Filippo, wie wir ihn alle kennen, ein guter Freund von mir auch, hat das meiner Meinung nach viel besser und konsequenter gemacht. Und warum hat man es eigentlich verändert? Und das ist das Interessante, und da glaube ich, geht es jetzt in die politische Geschichte rein. Man hat natürlich immer behauptet, und ich glaube natürlich zu Recht, sie haben eigentlich recht gehabt, dass die Arena ein Blocher und der SVP helfen. Und zwar, warum haben sie geholfen? Weil man sonst schon den Blocher oder die SVP eigentlich in den Zeitungen immer hätte ein bisschen ignorieren oder unterdrücken oder eben auch nicht im O-Ton bringen. Das ist ja der wichtige Punkt, dass ein Christoph Blocher hat können in der Arena doch eine Stunde oder eineinhalb Stunden auftreten und O-Ton, unverfälscht, ungeschnitten, seine Argumente Vorträge. Und das hat eindeutig der ganzen Anti-EU-Bewegung natürlich geholfen. Aber es ist ja wichtig gewesen, weil offensichtlich ein grosser Teil von der Bevölkerung und am Schluss ja und heute sind wir auch die Mehrheit, wirklich nicht den EU-Beitritt wollen. Das ist ja so. Und ich meine, du hast es richtig gesagt, der Filippo Lüttenegger ist SRF intern, aber auch sonst medial. Oder für das hat man ihn abgestraft, man hat ihn kritisiert, man hat gesagt, du gibst einem Blocher eine Tribüne. Und das ist, man hat dort noch nicht von Cancel Culture geredet, aber am liebsten hat man das dem Christoph Blocher natürlich nicht gegeben und der SVP. Oder? Aber schon dann hat SRF eigentlich gelitten an dem Makel, dass man einfach eine schon damals wichtige Partei, es war noch nicht die grösste Partei gewesen damals, aber schon damals eine wichtige Partei, eigentlich am liebsten nicht Bildschirmzeit gibt. Das ist noch verrückt. Und es ist seither, es ist vieles besser geworden, finde ich, aber das ist ganz sicher nicht besser geworden. Absolut. Und eben deshalb hat man dann auch angefangen, ständig am Konzept basteln, weil man natürlich nicht hätte wollen, dass es eben das Duell zwischen, sagen wir, SVP und dem Rest, dass das nicht mehr geht, oder man hat
hat natürlich auch wollen, den Tonmässigen, man hat wollen, die Energie rausnehmen. Und man hat zum Beispiel, das finde ich eine von der absoluten Sakrilegen, dass man nachher einen sogenannten Experten eingeführt hat. Als wären nicht alle Leute, die beim Filippo teilgenommen haben, an der Demokratie, Experten gewesen. Wir sind alles Experten in Demokratie. Und dann tritt da irgendeine blöde Professorin in Europarecht auf und darf praktisch ex cathedra nachher die ganze Gruppe belehren, wie man eigentlich muss glauben. Dabei ist alles eine politische Frage gewesen. Also, das Konzept hat man meiner Meinung nach kaputt gemacht und man hat es kaputt gemacht aus politischen Gründen, weil die SRG natürlich immer wieder den Vorwurf hat müssen hören von den Bürgerlichen, natürlich vor allem von den Linken. Ja, ihr helft nur der SVP, ja, ihr helft nur dem Blocher, ja, das geht nicht, wir müssen, die Arena ist auch primitiv und es tut Polarisierung verstärken. Dabei ist gerade das Gegenteil der Fall. Die Arena hat Polarisierung in diesem Land erstens können darstellen und hat dadurch durchaus die Polarisierung fruchtbar gemacht für unser Land, wie man nämlich gesehen hat, ja, wir sind uns halt nicht einig in einer wichtigen Frage und wo soll man denn das diskutieren, wenn nicht in der Öffentlichkeit? Also von dem her, Arena, grosses Verdienst, ist immer noch eine wichtige Sendung, wird immer noch gut gemacht, aber wie gesagt, das Konzept ist leider nicht mehr so wie die frühere Landsgemeinde und ja, man hat ja eigentlich trotz allem die ganze Europa- oder Anti-Europa-Bewegung mit dem nicht können schwächen, indem man das Konzept die ganze Zeit verändert hat. Nein, natürlich nicht. Und aber die links, Anführungs- und Schlusszeichen, liberale Haltung, dass man dann irgendwie die Debatte nur zulässt, wenn sie streng moderiert ist und so, dabei gehört auch zur schweizerischen Demokratie, gehört die harte Auseinandersetzung. Ich habe schon Protokoll gelesen von der Schweizer Landsgemeinde, da ist dann sehr hart diskutiert oder manchmal sogar zu hart, wo man dann aufeinander los ist, wie 1838 oder so, das ist lang her. Aber ich finde wirklich, so tun, als wenn Debatten immer nur zivilisiert müssen sein und man nicht richtig aufeinander los soll gehen, das ist so eine komische, städterische, links-pseudoliberale Ansicht. Genau, so eine Hösi-Ansicht, wo man nicht ist. Vielleicht noch eine Anekdote, die noch lustig ist, die ein bisschen zeigt, wie der Filippo mit dieser politischen Situation umgegangen ist, mit dem Druck. Er hat immer gewusst, ich muss unbedingt schauen, dass der Blocher sicher nicht der ist, der am meisten in die Arena kommt. Er ist am Anfang des Jahres immer zum Blocher gegangen und hat gesagt, die sind Duzis, sind auch gut befreundet, hat gesagt, Christoph, du hast, ich weiss jetzt nicht mehr, glaube 6 oder 4 Sendungen kannst du kommen in diesem Jahr, du und dir überlegen, welche Sendungen wichtig sind, weil wirklich willst du kommen. Und die anderen Sendungen sind dann verteilt worden, ganz andere Leute. Und wer am meisten in die Arena hat dürfen kommen, das ist immer auch interessant. Der Peter Bogmann. Nein, der Franz Steinecker. Ah! Steinecker. Und zwar mit grossem Abstand. Da hat der Filippo Eimer drauf geachtet, das war auch intelligent gewesen. Aber natürlich hat er auch immer geschaut, dass der Bodemann fast doppelt so viel mal kommt wie der Christoph Blocher. Hat dem Peter Bodemann nicht geholfen, der Peter Bodemann hat sich nicht können durchsetzen. Auch das zeigt ein bisschen, alle diese Spiele, alles das Kneten und so weiter, am Schluss funktioniert es eben gleich nicht. Sondern man sollte einfach Journalismus machen, man sollte die interessantesten Leute einladen, man sollte die interessanten Kontroversen zulassen. Mehr Journalisten müssen doch nicht der Linienrichter sein und wir müssen auch nicht der Büttel sein von der Regierungen. So, das ist es von Bern einfach. Heute am 29. Juni 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt von uns reden. Tönt uns hoch bewerten, tönt uns loben, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.